Mein Traum ist, alle 14 8000er zu besteigen. Es gibt nur drei Frauen auf der Welt, die das erreicht haben. Dieser Traum wird immer mehr greifbar. Irgendwann war mir klar, das ist es und nichts anderes. Bis heute stand ich auf 11. Der Daulagiri zieht nicht viele Leute an. In der Regel heißt das, dass Sonntag schwierig ist. Das Wichtigste ist, herunterzukommen, damit man die Geschichte erzählen kann. Guten Tag. In den Tamil. Okay. Wie viel? 500. Ein guter Preis. 350. Ich liebe Kathmandu. Es ist ein sympathisches Chaos. Hallo? Hallo. Oh, das ist Tenjing. Ah, Tenjing. Ich sitze im Taxi Richtung Tamil. Können wir vielleicht nach dem Mittagessen vorbeikommen? Okay, danke. Bis später. Ja, see you later. Ciao, Tenjing. Bye. Ich mache recht viele Dinge zusätzlich zu den Expeditionen. Es ist immer so, das. Ich fahre ins Stadtzentrum, um da Billy Birling zu treffen. Sie führt die Himalaya-Datenbank. Vor und nach jeder Expedition macht sie ein Briefing. Und jetzt geht es um die Daulagiri-Expedition von diesem Frühjahr. Ich kenne den Daulagiri, ich war schon zweimal da. Das hier ist jetzt der dritte Versuch. Beim ersten Mal hatten wir Pech mit dem Wetter. Der Jetstream kam sehr früh. Am 1. Oktober gab es schon 100 Stundenkilometer Wind am Gipfel. Dann ist es unmöglich. Und 2019 musste ich wegen meiner Mutter heimfahren. Also ja, langsam wird das ein vertrauter Kumpel. Guten Tag. Sangeh ist der Sherpa, mit dem ich arbeite. Er ist mein Kletterpartner. Wir waren zusammen auf dem K2, der Annapurna, Kanchenjunga, Gajabrum 1. Das hier ist die siebte gemeinsame Expedition. Hast du die Liste mit den Sherpas? Wir brauchen sie für das Briefing. Namaste! How are you? As usual. Kann ich dich umarmen? Sicher, hallo. Hallo, wie geht es dir? Namaste, how are you? Perfect, Sophie. Also, Sophie, wieder eine Expedition. Jetzt hast du also eine Frauenexpedition zusammengestellt. Ja. Und wie heißt die Expedition? Internationale Frauenexpedition Daulagiri 2021. Genau. Und du leitest sie? Ja. Wie hoch ist euer Basislager am Daulagiri? 4700. Lager 1 ist irgendwo hier. Lager 2 ist am Fuß des Grates. Lager 2 ist heikel wegen den Lawinen. Ja, Lawinen. Auch Lager 3 ist sehr wenig Platz. Es gibt zwei Lager 3, ein tieferes und ein höheres. Das tiefere ist auf 7000, das obere auf 7200 Meter. Okay, ihr schaut, wie die Bedingungen sind. Ja, je nach Bedingungen. Aber wir machen nur drei Höhenlager. Ja, nur drei.
Und wirst du Sauerstoff verwenden? Wie immer, ich nehme mit und schaue, ob ich ihn brauche. Okay. Alle anderen sind in der Datenbank. Auf den Daulagiri. Das dritte Mal bringt Glück. Das dritte Mal. Lass uns sehen. Ich ziehe meinen Hut vor Sophie, wenn ich sehe, in welcher kurzen Zeit sie auf 11 8000er waren. Also wir haben ungefähr zur gleichen Zeit angefangen. Ich war inzwischen auf 6 8000ern. Und ich sehe dann wieder Sophie, dann Annapurna, K2, Bo Peak. Also wenn ich von einem 8000er runterkomme, dann brauche ich erst mal Ruhe. Dann muss ich mich erholen und ich denke mir, Wahnsinn, wie Sophie das macht. Also, keine weiteren Fragen? Nein. Aber ich werde mehr Fragen haben, wenn ihr zurückkommt. Und ich habe auch die Entwicklung auch so ein bisschen mitgesehen. Ja, sie war am Everest damals auch mit Kobler und Partner als Kundin oder als Gast, wie man sagt. Und ja, und jetzt hat sie hier ihre eigene Expedition und hat diese Frauenexpedition zum Daulagiri zusammengestellt. Also ich muss wirklich sagen, ich ziehe meinen Hut. Ich finde es klasse. Das Spezielle am Daulagiri ist, dass die Erstbesteigung durch eine Schweizer Expedition erfolgte. 2020 war das 60 Jahre her. Deshalb planten wir eigentlich, letztes Jahr zu kommen, zum Jahrestag. Aber dann kam Covid. Aber es ist ein Schweizer Gipfel. Und das Besondere an jener Expedition war, dass sie einen Pilatus-Porter mitbrachten, ein kleines Flugzeug aus der Schweiz, das Material zum Basislager transportierte. Die Landung ist gelungen. Freudig gratulieren wir unserem Piloten Ernst Sachser, hat er damit doch einen Weltrekord erreicht. Schnell laden wir unser Material aus, während der Motor laufen gelassen wird, damit er ja nicht einfriert. Kalt und abweisend schaut der weiße Berg aus, doch verlockend zugleich. Nichts dürfen wir vergessen. Ein nochmaliger Fehlschlag des Gipfelsturmes könnte ebenso gut den endgültigen Rückzug der Expedition bedeuten. Es ist ein Tag des Glücks. Der 13. Mai 1960, ein Freitag, an dem unsere 13-köpfige Expeditionsmannschaft das vielen Expeditionen verwehrt gewesene Ziel erreicht, den Daulagiri, den 13. 8000er. Am Anfang wäre es mir nie in den Sinn gekommen, nur schon daran zu denken, so etwas zu machen. Ich habe recht spät mit dem Bergsteigen begonnen. 2004 hatte ich einen Freund, der davon träumte, den Mont Blanc zu besteigen. Ich fand das realistisch und wir haben es geschafft. Ich fühlte mich sehr schnell von der Höhe angezogen. Die 4000er der Alpen genügten mir schon bald nicht mehr. Und so begann ich meinen Urlaub, um mögliche Gipfelziele herum zu organisieren. Ich fuhr nach Südamerika, oft, stieg auf 5000, 6000, 7000 Meter, bis zu dieser schicksalshaften Marke von 8000. Tief im Innern hatte ich von dem Moment an, als ich beschloss, mich ganz den hohen Bergen zu widmen, den Traum,
alle 14 zu machen. Aber ich habe das für mich behalten. Meine Antwort war immer, ich mache wieder einen und dann schauen wir dann. Wenn man das so sagt, dann setzt einen das weniger unter Druck. Und man sollte wirklich keinen Druck haben, wenn man auf diesen großen Bergen unterwegs ist. Hallo. Hallo, ich wollte nur wissen, ob ihr ein Mikrofon vorgesehen habt. Wenn ihr keins habt, ist das auch nicht schlimm. Es ist ja kein großer Saal. Also bis nachher. Ich halte heute Abend einen Vortrag für das Fitnessstudio, in dem ich trainiere. Sie haben einen Jubiläumsabend und ich erzähle von meinen letzten Expeditionen. Morgen rede ich bei Raiffeisen, einer lokalen Bank, und übermorgen fahre ich für ein amerikanisches Unternehmen nach Nizza. Die Vorträge bringen mich durch den Winter. Hören Sie mich gut? Ich habe kein Mikrofon. Ich möchte sicher sein, dass Sie mich da hinten auch hören. Ich komme etwas näher. Wenn ich nicht aufpasse, sitze ich Ihnen bald auf den Knien. Diese Leidenschaft für sehr große Höhen kam ziemlich spät. Ich bin eine normale Frau. Ich habe jahrelang in Unternehmen gearbeitet. Ich war lange in der Hotelbranche, danach in der Kosmetikindustrie. Ja, Sie können sich das so vorstellen. Ich mit hohen Absätzen und im Deux-Pièces, in der Abteilung Vertrieb und Marketing. Danach war ich im Finanzwesen tätig. Ich leitete zusammen mit meinem Bruder ein Unternehmen für Events der Finanzbranche. Dieses Geschäftsmodell ist jedoch mit der Krise von 2008 komplett zusammengebrochen. Wir haben noch bis 2011 überlebt und dann beschlossen, die Firma zu schließen. Und dann stand ich vor einem leeren Blatt. Und was heißt ein leeres Blatt? Es gibt Zeit. Und um einen 8000er zu besteigen, braucht man Zeit. Man braucht dafür mindestens 2 Monate. Ich habe also die Gelegenheit genutzt, um einen 8000er zu versuchen. Und so kam es 2012 zu dieser ersten Expedition. Ich bin dann in der gleichen Saison nicht nur auf einen gestiegen, sondern gleich auf 2. Und das war der Beginn dieses Abenteuers. Die Leute denken, nur weil man ein paar Logos auf der Daunenjacke hat und im Fernsehen gekommen ist, man sei reich. Aber so ist es nicht. Also das ist ein Entscheid. Ich bedauere das keinen Moment, im Gegenteil. Aber die Leute haben oft ein falsches Bild von mir. Und wenn sie sagen, du hast Glück, du kannst deine Leidenschaft leben, dann sage ich, nein, das ist nicht Glück, das ist überhaupt nicht Glück, das ist viel Arbeit. Was ich am Ende interessant finde, mehrere Leben zu haben. Es ist ein bisschen so, wie wenn man ein Buch aufschlägt und sich eine Geschichte entfaltet. Irgendwann schließt man das Buch wieder und es beginnt eine andere Geschichte deines Lebens. Diese verschiedenen Leben zu leben, halte ich fast für ein Privileg.
Namaste. Guten Morgen. Hallo, wie geht's? Gut, und dir? Ja. Okay, du. Fahren wir ins Büro. Office. Ja. Sangeh arbeitet 100% für mich und mit mir. Er liebt die Berge. Das ist sehr wichtig, denn es gibt Sherpas, die das nur als Job machen. Aber es gibt auch solche, die wirklich dem Bergsteigen verfallen sind. Es ist sehr wichtig, einen Sherpa zu haben, den man gut kennt. Gegenseitig. Das bedeutet mehr Sicherheit. Man wird zu Komplizen. Wir verbringen viel Zeit miteinander. Deshalb ist es nicht schlecht, wenn man sich gut versteht. Namaste. Very good and you. Welcome, welcome. Willkommen im Himalaya. Schön, dich wiederzusehen. Ist alles gut? Alles gut. Wir sind eine große Expedition. Da gehe ich gerne vorbei und schaue, ob die Dinge, die mir wichtig sind, auch wirklich da sind. Aber ich vertraue ihnen. Es ist nur so ein kleiner Check. Das hier ist sehr gut. Schau rein. Wow. Ihr habt große Zelte für das Basislager. Weil ihr Frauen seid. Frauen brauchen mehr Platz. We prepared the woman, huh? Yeah. Oh, salut, Max. Hallo, Max. Wie geht es dir? Schauen wir uns das Esszelt an. Haben wir eine Heizung? Heizung auch. Die gleiche wie das letzte Mal? Ja, ja. Die Gasheizung. Ah, das ist gut. Okay. Sangeh gehört zu den erfahrenen Sherpas. Deshalb ist er für unsere Expedition an den Daulagiri auch Sirdar. Das heißt, er ist für die Logistik zuständig und leitet das Sherpa-Team. Er hat also oft auch diese Doppelrolle. Auf meinen 17 Expeditionen habe ich nur mit 3 Sherpas zusammengearbeitet. Und ich hoffe, dass ich das Projekt mit ihm zu Ende führen kann. Vor 2 Wochen waren hier 700 Leute. Ich sagte ihnen, wartet 3 Tage. Und dann kann ich euch sagen, wen ich an welchen Berg schicke. Jetzt haben einige einen fixen Job. Die Regierung hat ja jetzt die Quarantäne aufgehoben. Ich denke, es werden mehr Ausländer kommen. Ja, weil ohne Bergsteiger, wie kriegt man dann einen Job? Namaste! How are you? Wollen wir die Plakate anschauen? Machen wir. Das ist Frauen, die sich trauen. Ja, dies ist okay. Unser ganzes Team. Das Große. Mit den Fotos. Es interessierte mich, eine Expedition nur mit Frauen zu organisieren. Es ging mir darum, diese Expedition mit einer Sache zu verbinden, die mit Frauen zu tun hat. Ich habe ein Projekt von Terre des Hommes vorgeschlagen, denn ich bin ja Botschafterin für die Hilfsorganisation Terre des Hommes. Bei diesem Projekt geht es um die Ausbildung von Hebammen in den sehr armen ländlichen Gebieten im Süden von Nepal. Hallo, wie geht es euch? Das ärztliche Training letztes Jahr? Meine Rolle ist es, für Sichtbarkeit zu sorgen. Wenn Covid das nicht verhindert, besuche ich die Projekte normalerweise vor Ort, 1-2 Mal pro Jahr. Ich rede mit den Leuten, mache Protokolle und bringe Fotos mit für die Zentrale. Grüßt bitte das ganze Hebammenteam vom letzten Jahr. Wenn ich den Menschen hier in der einen oder anderen Art einen Dienst erweisen kann, dann freut mich das. Denn sie schauen gut zu mir. Ich bin oft hier und ich bin immer freundlich empfangen worden.
Wenn ich also durch diese bescheidene Initiative etwas beisteuern kann, bin ich zufrieden. Die Situation in Nepal ist heute, sagen wir, sauber. Der Flughafen ist offen, die Tracking- und Expeditionssaison ist eröffnet, die Genehmigungen werden erteilt. Nepal ist also offen und die Gesundheitssituation ist gut. Es ist heute kein Problem, sich in Nepal zu bewegen und zu reisen. Es gibt zwar Risiken, weil Covid noch da ist, aber die Zahlen sind sehr tief und die Menschen leben normal. Vorsichtshalber muss man einen PCR-Test machen, aber das ist alles. Die Folgen von Covid haben die Bevölkerung extrem hart getroffen. 2020 war ein verlorenes Jahr. Das hier ist ein Teil der Welt, wo gilt, keine Arbeit heißt kein Lohn, heißt nichts zu essen. So einfach ist das. Ich bin also sehr froh, dass die Frühjahrssaison stattfinden kann, um das Land ein wenig zu beleben. Das ist nicht einfach nur gut für die Menschen, das ist notwendig. Wir fahren mit dem Jeep bis Sibang und von da geht es zu Fuß weiter. Das ganze Tal hinauf bis Naura und Bagar. Danach geht es weiter in diesem Tal nach Toban Karka bis zum sogenannten Basislager der Italiener. Dort werden wir wahrscheinlich einen Tag Pause machen, bevor wir den großen Tag in Angriff nehmen, nämlich den Aufstieg im Wesentlichen auf dem Gletscher bis zum Basislager des Daulagiri auf 4750 Metern. Und das alles in 4, 5 oder 6 Tagen, je nachdem, wie die Leute in Form sind. Einige Freunde von mir sind für das Trekking mitgekommen. Sie wollen mich bis zum Basislager begleiten und erleben, wie das ist, so ein Basislager. Sie werden 1, 2 Tage bleiben und dann nach Kathmandu zurückkehren. Und dann ist da noch Sandra. Sie ist Ärztin und kommt auch aus Genf. Sie hat schon Expeditionen in Südamerika gemacht, war aber noch nie an einem 8000er. Sie will auch die Besteigung versuchen. Seit Covid, das heißt seit einem Jahr, ist hier kein Tourist mehr vorbeigekommen. Für die Leute ist das sehr schlimm. Jetzt sind sie sehr glücklich, dass wir da sind. Sie segnen unsere Expedition und das Geld geht an sie. Thank you.
Das Trekking ist der Beginn des Abenteuers. Man nähert sich dem Basislager aus tieferen Lagen und steigt dann langsam auf. Das ständige Vorwärtsgehen versetzt einen in die Atmosphäre der Expedition. Man durchquert Dörfer, lernt Menschen kennen. Sobald man auf dem Trekking ist, fällt auch eine gewisse Spannung ab. Das Gehen ist eine Art Kontrast, fast notwendig. Tee oder Kaffee? Yes. Danke, Onkel. Ich mag die Stimmung auf den Treks. Ich mag es, jeden Tag ein Stück weiter zu gehen. Und es ist auch hilfreich für die Akklimatisierung. Die Haare. Und das? Das steht bei den Friseuren. Anka, Muk, Na, Anka. C'est la canne. Kan, Muk, Anka, Toka, Kapal. Muk, das ist der Mund. Und Kan, das Ohr. Und das, Ziring? Ziring. Abdune. নালে বন্ধ দুই নালে বন্ধ মেরে গালাই থাকেকো মেরে গালে মাইলে থাকেকো হই না মায়ালাই ডাকেকো রেশম পিরিরি উরের জঙ্কি ডারামা বেঞ্জম রেশম পিরিরি উরের জঙ্কি ডারামা বেঞ্জম রেশম পিরিরি Im Lied sagt der Berg Mazapuzere, ich bin sehr hoch. Und Daulagiri antwortet, du bist überhaupt nicht hoch, ich bin hoch. Das ist das Lied von den beiden Bergen. Matsa puchara banai matai dola giri alko maile maya lako thie porai gako salko resam piriri resam piriri ure rajam ki darama benjam resam piriri C'est parti, mon petit. C'est parti.
Ich komme eigentlich vom Wandern her. In unserer Familie gibt es Wanderer, keine Bergsteiger. Seit ich klein war, sind wir gewandert. Als wir Kinder waren, hatten wir eine Wohnung in Argentière in der Nähe von Chamonix. Mein Bruder und ich sind in Lausanne geboren. Wir waren immer nahe bei den Bergen. Und dann meine Mutter. Ich glaube, sie muss um die ganze Welt gewandert sein. Es war wirklich sie, die mich auf den Geschmack des Trekkens gebracht hat. Hey, Mimi, coucou. Ja, me voir. Ja. Bonjour. Salut. Hey, salut. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui. Ouais. Ça va bien. OK. Allez, viens. Das hat Klasse. Vor allem die Position des Helms, nicht schlecht. Glückliches Mädchen. Wir sind schon sehr früh Ski gefahren, dank unseren Eltern. Ich war 1,5 Jahre älter als sie, aber sie brachte es fertig, mir überall hin zu folgen. Ich bin damals schon gern abseits der Pisten gefahren, dort, wo man nicht fahren sollte. Aber sie war immer hinter mir. Sie hörte nie auf, mir alles nachzumachen. Manchmal murrte sie ein bisschen. Und tatsächlich kam sie überall durch. Auch danach, mit deinen Freunden. Ich war das einzige Mädchen, das akzeptiert war, weil ich auf den Skis mithalten konnte. Da hast du deine Haltung etwas verbessert. Ja. Sophie ist ein sehr, sehr positiver Mensch. Das hat ihr sehr geholfen bei dem, was sie jetzt tut. Am Anfang, wenn jemand sagt, ach ja, ich mache jetzt einen 8000er, das ist ein bisschen merkwürdig. Dann kommt ein zweiter, ein dritter, dann ein vierter und schließlich heißt es, ach ja, ich mache jetzt alle. Dann fragt man sich schon, wohin das führt. Man könnte sagen, es ist eigentlich absurd, 8000er zu besteigen, weil es nutzlos ist. Nun, es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, ob das gut oder schlecht ist. Immerhin, es gibt eine Folgerichtigkeit im Ganzen. Und schließlich erreicht sie ihre Ziele. Ich schaue zufrieden aus im Schnee. Damals schon. Da war Mama 35. So eine Wahl zu treffen, ist sehr exklusiv. Sie schließt vieles aus und fordert Opfer. Kinder zu haben, eine Familie, einen Ehemann und gleichzeitig so etwas zu tun, ist schon sehr, sehr kompliziert. Ja, ich sage, mein Geliebter ist im Moment der Himalaya. Wir hatten einen sehr schwierigen Fall zu bewältigen, nämlich die Krankheit meiner Mutter. Seit 2012 litt sie an Alzheimer. Und diese Entscheidung für die Berge ist nicht mit der Unterstützung eines nahen Angehörigen vereinbar. Um es klar zu sagen, mir wäre lieber gewesen, sie hätte den Fuß vom Gas genommen, was sie nicht tun wollte. Im Gegenteil, sie drückte aufs Pedal, um schneller vorwärts zu kommen. Ja klar, diese Fragen stellten sich. Aber ich hatte immer im Kopf, wenn wir jetzt von unserer Mutter reden, wenn sie sich dieser Situation bewusst gewesen wäre, bin ich nach wie vor überzeugt, dass sie niemals akzeptiert hätte, dass ich wegen ihr verzichte. Das ist keine Ausrede, die ich mir einfallen lasse. Ich bin wirklich davon überzeugt. Sie selbst liebte die Natur so sehr. Sie liebte es zu reisen. Das war so sehr ihre treibende Kraft, dass sie dieses Projekt nie gebremst hätte. Ich beschloss, den größten Teil der Pflege allein zu übernehmen. Und Sophie machte ihren Berg und kümmerte sich um ihre Mutter so gut sie konnte, wenn sie da war. Wir arbeiteten 5 Jahre zusammen und organisierten Konferenzen für die Finanzbranche.
Regelmäßig wurde sie gebeten, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und das war immer sehr, sehr kompliziert, ja, gar unmöglich. Und das Erstaunliche ist, dass von dem Moment an, als sie anfing, ihre Berggeschichten in der Öffentlichkeit zu erzählen, wie von Zauberhand entpuppte sich ihr Talent als Rednerin. Das zeigt, wie das Sprechen über das, was man liebt, über die Leidenschaft, einen beflügelt und ermöglicht, gewisse Ängste und Blockaden zu überwinden. Dieser Hund heißt Monsieur 8000. Alle denken, ich hätte ihm diesen Namen gegeben, aber es war meine Mutter. Er gehörte ihr und sie hat ihn getauft. Es ist eine kleine Anspielung auf das, was ich tue. Morgen ist ein besonderer Tag. Es ist der letzte Tag des Trekkings, bevor wir im Basislager ankommen. Es ist der längste Tag verglichen mit dem, was wir in den letzten Tagen gemacht haben. Wie viele Stunden? Zwischen 6 und 7 Stunden. Wir sind auf 3,5. Das Basislager ist auf 4,7. 1200 Meter Aufstieg also. Wann gehen wir los? Wir gehen früh. Um 7 starten wir. Wann sieht man den Gipfel des Daulagiri? Sieht man ihn auf dem Weg ins Basislager? Ich denke nicht. Und im Basislager sieht man ihn? Und im Basislager sieht man ihn nicht. Nur vom Franzosenpass. Daulagiri heißt dicker Bauch. Deshalb kann man den Gipfel nicht sehen. So? Bereit für das Basislager? Ja. Wie sagt man dem auf Englisch? Ich sage, Sophie, ich mag ja Berge, aber ich fahre lieber mit den Ski runter. Zu Fuß rauf und zu Fuß runter gehört nicht zu meiner Bergphilosophie. Das ist nur ein kleiner Scherz zwischen uns. Aber darauf zu gehen, das käme mir nie in den Sinn. Aber ich bin neugierig und frage mich, was treibt sie an, was ist es? Die Antwort gehört ihr letztendlich. Ich brauche sie nicht zu kennen. Ich möchte mich bei euch bedanken. Vielleicht wird mein Traum, einen 8000er zu besteigen, wahr. Aber ohne euch würde ich es nicht einmal bis ins Basislager schaffen. Vielen Dank also. Ihr seid Teil des Teams und gehört zum ersten Teil dieser Reise. Vielen Dank, dass ihr uns begleitet und uns helft. Ihr seid so stark. Und nochmals, wir hätten keine Chance ohne euch. Danke. Mir ist sehr bewusst, dass ich allein im Himalaya nichts ausrichte. Ich brauche gute Träger für unsere Ausrüstung. Ich brauche einen guten Koch, der mir gutes Essen macht, denn wenn ich krank bin, mache ich gar nichts. Ich brauche Infrastruktur, bequeme Zelte, damit ich so schlafen kann, dass ich nachher fit bin. Ich muss Vertrauen haben in Sangay.
Das gehört alles zusammen. Natürlich entscheide ich am Schluss dann einiges, aber mir gefällt die Haltung, sich etwas zurückzunehmen und die Bedeutung der Menschen hervorzustreichen, die mit uns sind. Denn ohne sie gehen wir gar nirgends hin. Hallo, das ist Dele. Wie geht es dir? Gut. Willkommen im Basecamp. Wie geht es dir? Hallo, Miguel. Namaste. 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 Ja, Fifi, Trécœur des Palais. Fifi, Trécœur des Palais. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Très cool. Ich bin ein Freund von Sophie seit 15, 20 Jahren. Ich bin ein Bewunderer ihrer Abenteuer seit Beginn. Auf dem Weg zum Basislager erkennt man, wie riesig die Berge sind, wie riesig die Gletscher. Ständig begleitet einen das Geräusch von Steinschlag und brechendem Eis. Es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Man muss sich trauen, diese Berge zu besteigen. Und sie geht nicht nur einmal dahin, sie macht einen nach dem anderen, Jahr für Jahr. Man muss schon eine Charakterstärke haben, die ein wenig aus dem Rahmen fällt. Die Puja ist eine religiöse buddhistische Zeremonie. Eigentlich sind alle Berge heilig und deshalb muss man die Berggöttin um Erlaubnis bitten, damit man sie sicher besteigen kann. Die Sherpas schlafen nie am Berg, bevor die Puja nicht stattgefunden hat. Es ist klar, dass wir an dem Ritual teilnehmen. Es gehört zur Expedition. Es ist wichtig für Sie und so wird es auch wichtig für mich. Wenn eine Puja dem Glück auf die Sprünge helfen kann, warum nicht? Ich nehme alles, was hilft, damit wir Erfolg haben und gesund zurückkommen. Die Berge sind immer gefährlich. Aber die Berge sind meine Arbeit. Manchmal habe ich aber auch Angst. Nachdem K2 2018 kamen wir hierher. Damals kam einer meiner Freunde in einer Lawine ums Leben. Wir waren sehr mitgenommen und brachen die Expedition dann ab. Ich wollte sehen, wie das Leben in einem Basislager ist, mit Sophie. Das Trekking war perfekt, weil es meinem Können entsprach. Aber mich würde es nie da nach oben ziehen. Wir sind seit etwa 10 Jahren befreundet. Wir haben uns gegenseitig in unseren Karrieren unterstützt und sie hat mir viel erzählt. Es bewegt mich, wenn ich darüber spreche, denn es ist nicht nur einfach für sie. Ich bin immer froh, wenn sie nach Hause kommt. Wir wissen, dass es nicht ohne Risiko ist. Aber das gehört zu dieser Entschlossenheit. Und es ist die Entscheidung jedes Einzelnen, dieses Risiko einzugehen. Elf hat sie bereits gemacht. 11 Mal ist sie also zurückgekommen.
Es ist klar, der Daulagiri ist ein komplizierter Berg. Er gilt als schwierig. Er gehört nicht zu den, sagen wir mal, beliebten Achttausendern. Aber ja klar, denke ich an die Gefahren. Ich habe Angst vor Lawinen, ich habe Angst vor Gletscherspalten. Aber das gehört zum Spiel. Wenn das unerträglich ist, ist es besser, nach Hause zu gehen. Es hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Bis bald. Danke, dass ihr gekommen seid. Es war schön mit euch. Seid vorsichtig alle. Aber ja, wieder nach Hause kommen, um die Geschichte zu erzählen. Wo ist Onkel? Kommt für ein kurzes Foto. Danke. Viel, viel gegessen. Ihr habt immerhin 6 Sherpas. Es braucht schon viele Leute. Wie viele hatten wir? 20 bis hierher? Wir sehen uns in Kathmandu. Wir tanzen nicht hier, sondern in Kathmandu. Kathmandu! Ja! Ja! Salut, salut, salut! Ciao! Ciao, Lisa! Ciao! Les porteurs, ils sont partis déjà? Non! Non? Ils sont encore là? Wir sind in dieser Expedition nur Frauen. Irgendwann kam mir die Idee und ich begann, die Frauen zu kontaktieren, mit denen ich auch schon geklettert bin. Um es kurz zu machen, sie haben praktisch alle zugesagt und als Ergebnis sind hier nun 8 Frauen in dieser Expedition. Wenn unsere Geschichten andere Frauen inspirieren, dann ist das großartig. Ich glaube, dass es für Frauen immer noch viele Hindernisse gibt. Sie errichten sich eine Menge Hürden, berufliche, soziale, familiäre. Deshalb lautet das Motto, das wir unserer Expedition gegeben haben, Frauen, die sich trauen. Und mit trauen meine ich nicht aufgeblasen oder so, sondern es geht darum, sich die Mittel zuzugestehen. Ich denke, dass es im Leben wichtig ist, so gut wie möglich zu versuchen, sich selbst die Mittel zu geben, um seine Träume zu verwirklichen. Wir machen uns jetzt auf zu unserer ersten sogenannten Akklimatisierungsrunde. Der Berg hat 3 Höhenlager. Die Idee ist, in diesen Lagern zu schlafen, damit sich der Körper anpassen und zusätzliche rote Blutkörperchen produzieren kann, um den Sauerstoffmangel auszugleichen. Darum geht es bei der Akklimatisierung. Wir werden im Lager 1 schlafen, das bereits auf 5.900 Metern ist. Das sind 1.000 Höhenmeter auf einmal, was recht viel ist in dieser Höhe. Wenn wir uns gut fühlen, gehen wir morgen ins Lager 2 hoch. Wenn es uns nicht so gut geht, machen wir vielleicht 2 Nächte in Lager 1 und dann eine in Lager 2. Aber die Idee ist, 3 Nächte am Berg zu verbringen. Thank you.
Oh, putain. J'ai trop chaud. Es ist zu heiß. Ta petite tombe. Aïe, aïe, aïe. Et elle. Ich gehe seit 25 Jahren in die Berge und ich unterrichte Höhenmedizin. Aber es kann ja nicht nur um die Vermittlung von Theorie gehen, sondern auch um die Praxis. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich hier bin, ist alles ein bisschen anders. Ich finde das hier sehr schwierig. Ich wusste, dass der Körper an seine Grenzen kommt, aber ich habe das so nie wirklich erlebt. Was mir gefällt, ist die Anstrengung, die es braucht, um hochzukommen. Es ist eine Genugtuung, in einem Höhenlager anzukommen, das Gefühl zu haben, dass man dazu fähig ist. Aber solange ich nicht mit beiden Füßen auf dem Gipfel stehe und wieder unten bin, weiß ich nicht, ob ich dazu in der Lage bin. Den Kopf gerade, den Blick darüber. Was ich sehr interessant finde, ist, das ist eine normale Person mit einem nicht normalen Projekt. Sophie hat nicht den Körper einer Athletin, aber wie viele Menschen, die das machen, hat sie eine physiologische Veranlagung für große Höhen. Das ist ein Vorteil, klar. Aber körperlich ist sie eine normale 50-jährige Frau. Wir mussten nie wirklich viel tun, damit sie das schafft. Einfach schauen, damit alles rund läuft. Es gibt kein Geheimnis oder gar ein Wunderrezept. Man muss vernünftig sein und auf sich selbst hören. Man muss seinen Körper gut kennen, die Dinge nicht überstürzen wollen. Deshalb gehe ich ein wenig nach der Theorie, ein Schritt nach dem anderen oder ein Gipfel nach dem anderen und dann schauen wir weiter. Wichtig ist gute Erholung. Und dann ist da noch diese Disziplin, die ich mir zu eigen gemacht habe und die ich das ganze Jahr überlebe. In Bezug auf die Ernährung, auf den Sport, auf genügend Schlaf achten, Stress vermeiden, nicht übermüdet abreisen und dann alles, was wir hier machen. Es ist ein Ganzes. Und es scheint ein Rezept zu sein, das nicht schlecht funktioniert. Ich werde es also nicht groß ändern. 6, 7, 7, 7, 8, 9. Et on se redresse. Ja! Parfait. Ça tronche. Ihr Dickschädel und ihr Wille. Ich denke, es ist die Willenskraft. Sie macht den Unterschied zwischen Menschen, die körperlich fähig sind, etwas zu tun, und denen, die es auch tatsächlich tun. Irgendwann übernimmt der Kopf. Wenn man sich in solchen Höhen bewegt, kommt der Moment, da ist es aus vielen Gründen nicht vernünftig, weiterzugehen, aber der Kopf treibt einen voran. Und dann ist es manchmal vernünftig zu gehen und manchmal sagt der Kopf nein. Und dann können wir nicht wissen, ob es gut gelaufen wäre oder nicht. So ist das eben. Sie hat ihre persönlichen Gründe, warum sie das tut, aber sie ist im Einklang mit sich selbst und mit den Entscheidungen, die sie in der Höhe zu treffen hat. Ich denke, deshalb wird sie ihr Ziel erreichen und deshalb mag ich es, mit ihr zu arbeiten. Sie denkt die Dinge durch, steht mit beiden Beinen auf dem Boden und macht nicht irgendwie verrückte Dinge. In meiner Jugend habe ich viel klassisches Ballett gemacht.
Das war der Motor während meiner ganzen Kindheit. Ich bin sehr weit gekommen und es war mein Traum, eine prima Ballerina zu werden. Und dann hatte ich in dem Jahr, in dem ich vortanzen sollte, zwei medizinische Probleme. Eine Blinddarmentzündung und dann schwere Rückenprobleme, die mich für ein Jahr in ein Korsett zwangen. Und als ich endlich wieder in der Lage war zu tanzen, hatte ich das Niveau nicht mehr. Es war ein echtes Lebensprojekt, auf das ich verzichten musste. Als es mit dem Tanzen aus war, hätte ich mich am liebsten sofort begraben. Heute denke ich, dass diese Jahre des Balletts mich mental geformt haben. Also ja, vielleicht kann ich deshalb das körperliche Leiden besser akzeptieren als andere Leute. Ich bin kein Masochist, aber ich funktioniere in einer Art und Weise, die es mir erlaubt, das möglich zu machen. Glaube ich. Ich weiß es eigentlich nicht. Ich muss einen Psychiater fragen. Vielleicht hat der eine Antwort. Es ist nicht einfach, auf 8000er zu steigen. Wenn man mich nach dem Einfachsten fragt, sage ich, es gibt keinen Einfachen. Es gibt einige, die vielleicht etwas weniger schwierig sind als andere, aber es gibt nichts, was daran einfach wäre. Für mich gibt es zwei wesentliche Eigenschaften im Himalaya: Geduld und Verzicht. Wenn man keine Geduld hat, begibt man sich in Gefahr. Und wenn man nicht verzichten kann, wird man viel zu sehr leiden. Oh, c'est bien! Mein wichtigster Antrieb ist das Vergnügen, nicht die Leistung. Also das ist nicht falsch zu verstehen. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um zum Gipfel zu kommen. Aber wenn man diese ganze Welt da nicht mag, das Leben im Basislager, wenn man nicht warten kann. Denn wir sind nichts in diesen Bergen. Wir sind nur Ameisen, die durch ein kleines Loch schlüpfen, wenn der Himmel es zulässt. Aber der Himmel im Sinne der Meteorologie. Es gibt nichts Mystisches. Also das ist auch möglich. Es gibt Menschen, die da auf der Suche sind nach etwas. Ich bin nicht auf der Suche. Ich sage immer, ich mache weiter, solange ich dazu körperlich fähig bin. Solange ich das Geld habe und es Menschen gibt, die mich unterstützen. Und solange ich Spaß habe. Denn an dem Tag, an dem ich in den Flieger steige und sage, jetzt muss ich noch einen abhaken, ich kenne mich, das funktioniert nicht. Ich war gestern wirklich erschöpft und wir waren noch nicht mal auf 6000 Metern. Ich schlief den ganzen Nachmittag. In der Nacht hatte ich Kopfschmerzen, heute Morgen auch. Und ja, diesen Zustand kenne ich nicht. Ich zweifle, ob ich zum richtigen Zeitpunkt hier bin, um eine solche Besteigung zu versuchen. Und das... Und dass ich vielleicht nicht die Kraft habe, um höher zu steigen. Meine Gedanken drehen sich darum, dass ich runtergehen möchte. Ich möchte nach Hause. Ich muss akzeptieren, dass das hier nicht für mich ist. Du musst dir Zeit geben. Du wirst dich erholen, du wirst wieder weitergehen. Du machst eine Zwischenetappe auf dem Plateau. Du kannst in zwei Tagen statt in einem aufsteigen. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob ich das will. Das ist eine andere Frage. Darüber muss ich mir klar werden. Okay, Frühstück für euch und dann los. Das gilt in den Alpen, aber hier noch mehr. Man kann sich in den Bergen nicht verstecken. Wenn ich bereits jetzt so leide, wie soll ich dann höher steigen? Jedes Bein wiegt 1000 Kilo. Der Jüma am Seil soll dir eigentlich helfen, aber manchmal friert er ein, sodass er dir überhaupt nicht hilft. Und der Sherpa wird dich nicht nach oben schieben. Du musst das schon selbst machen. Das muss man alles selbst erleben. Okay. Lakpa wird führen und wir gehen langsam runter. Okay. No rush.
Ich kenne Sophie seit etwa 5 Jahren. Ich habe großen Respekt vor dem, was sie macht. Es gibt in der Welt der hohen Berge diese ganze Debatte über Sauerstoff, kein Sauerstoff, Sherpas, Seile und so weiter. Aber Tatsache ist, und das weiß ich jetzt, man kann Sauerstoff haben, Sherpas, Seile, und es ist immer noch schwierig. Aber es gibt halt solche Momente, in denen einem Flügel wachsen und man denkt, warum nicht ich? Aber das ist, bevor man hier ist. Ich sage immer, man muss mit leerem Kopf gehen. Alles, was dir im Kopf dreht und dich runterzieht, ist nicht gut. All die kleinen Fäden, die dich nach Hause ziehen, ins Basislager oder sonst irgendwohin, legen dir Hindernisse in den Weg. Sie hindern dich daran, nach oben zu gehen. Oder sie machen es noch schwieriger, als es ohnehin schon ist. Ich muss irgendwann einen Schnitt machen, damit ich mich auf den Berg konzentrieren kann. Denn das sind große Brocken. Schau, Annapurna. Ja, ganz nah. Von hier sieht man sie gut. Ein kalter Wind von Nordwesten. Wir müssen unseren Plan ändern. Ich habe einen sehr schlechten Wetterbericht bekommen. Wir wollten 3 Nächte machen, aber das geht nicht. Ab 3 Uhr nachts ist ein großer Sturm mit viel Wind und Schnee angesagt. Wir gehen besser runter. Basislager, Lager 2, keine Antwort. Seit letzter Nacht stürmt es nun tatsächlich und nur Naoko und ihr Sherpa haben beschlossen, im Lager 2 oben zu bleiben. Wir haben im Moment keine Nachrichten von ihnen. Ich glaube, die Batterien ihres Funkgeräts sind leer. Das ist beunruhigend, denn schon hier auf 4700 ist ein schrecklicher Wind mit viel Schnee. Ich stelle mir vor, dass es auf 6500 noch viel schlimmer ist. Ist Ihr Satellitentelefon hier oder oben? Ich weiß nicht. Kein Kontakt. Sie sitzt wirklich da oben fest. Denn man muss die Spur neu machen, die Seile finden, um abzusteigen. Man muss den Weg finden. Ich würde sagen, bei dem Nebel und Sturm wie hier sogar schon im Basislager ist das fast unmöglich. Für 2 Personen ist das nicht möglich. 6, 7 Leute können eine Spur machen. Das ist möglich. Aber nicht 2.
Habt ihr ihre Satellitennummer? Ja. Wir gehen jetzt zu Naokos Zelt und schauen, ob das Satellitentelefon da ist oder nicht. Ich bin nicht sicher. Überall Schnee. Das ist Iris. Dann sind Sie vielleicht am Leben. Wenn morgen das Wetter gut ist, rufen wir den Helikopter und gehen rauf. Wenn Ihr Satellitentelefon schon hier ist. Hoffentlich geht es Ihnen gut. Wenn es da oben auch so stürmt, dann sind Ihre Überlebenschancen vielleicht bei 20%. Ich habe mich auf Wetterprognosen in den Bergen und vor allem im Himalaya spezialisiert. Der Himalaya, das heißt Pakistan, Nepal, China und Bhutan. Und bei so viel wird es der Daulagiri sein. Wir reden hier von sehr großen Höhen. Auf dem Gipfel kann es minus 30, minus 35 Grad sein. Und es kann extrem heftig stürmen. Dann geht man natürlich nicht. Aber es gibt sehr wohl Winde mit über 200 Kilometern pro Stunde. Wenn ich auf ein Wetterfenster warte, 5 Tage gutes Wetter und kein Wind, das passiert nie. Oder das ist sehr, sehr, sehr selten. Das heißt also, man muss Risiken eingehen. Die Risikobereitschaft hängt auch davon ab, wie stark die Bergsteiger sind. Wenn ich Bergsteiger habe, die auf den 8000er-Gipfeln nicht sehr stark sind, werde ich keine großen Risiken eingehen. Nun, bei Sophie, die ist solid, die behauptet sich. Hallo, Jan. Hallo, Sophie. Wie geht's? Geht's gut? Nicht schlechter, und dir? Es geht. Ja. Setzen wir uns an den Tisch. Reden wir über den nächsten Streich? Vertrauen ist alles. Wenn ich an dem zweifle, was er mir sagt, wenn wir in den Hochlagern sind, mache ich ein paar Schritte aus meinem Zelt, drehe mich um und gehe heim. Das funktioniert nicht. Wer in einem solchen Fall das Sagen hat, das ist Jan. Denn es ist Jan, der das Go gibt. Es ist fast wie ein Befehl. Los, jetzt musst du gehen. Ich folge dem, was er mir sagt. Ja, wir arbeiten gut zusammen, weil du gut zuhörst. Das heißt, ich habe auch andere Alpinisten, die nicht zuhören, und dann funktioniert es nicht. Und da die intellektuelle Kapazität in großer Höhe um 80% abnimmt, bleibt dir nur das, worüber wir 12 Stunden vorher gesprochen haben. Ich denke, es bleiben Worte hängen wie, ja, du kannst gehen, aber du darfst nicht zu spät zurückkommen. Und wenn es vorher zuzieht, dann geht man nicht. Es bleiben dir nur diese Art von Sätzen. Genau. Mit dieser Logik, wenn das Vertrauen da ist, probieren wir das Risiko so gering wie möglich zu halten. Das ist immerhin das Ziel des Ganzen. Wenn wir das Wetterrisiko reduzieren, dann ist das schon mal nicht schlecht. Prognosen für ein Tennisturnier zu machen, das ist nicht sehr spannend. Ja, es bleibt zwangsläufig ein Risiko. Bergsteiger gehen Risiken ein, und ich auch. Das ist es, was mir gefällt. Aber wir sind auch nicht ganz normal. Thank you.
Wegen dem schlechten Wetter hatten sie zwei Tage kein Signal. Heute Morgen hat sie Mingma angerufen. Wie hat sie angerufen? Mit dem Handy. Es geht Ihnen gut? Ja, gut. Habt ihr das gehört? Was? Es geht Ihnen gut. Sie haben Mingma angerufen. No. Wann haben Sie angerufen? Heute Morgen hatten Sie Empfang mit dem Handy und haben Mingma angerufen. Aber Sie müssen trotzdem gerettet werden. Wollen Sie oder wollen Sie nicht? Sie wollen. Sie können nicht, zu viel Schnee. Der Helikopter wird mit der Longline kommen. Weil es zu viel Schnee hat? Ja. Gute Nachrichten. Ich machte mir wirklich Sorgen. Und ich wollte nicht, dass diese Expedition so beginnt. Für mich bedeutet das wahrscheinlich das Ende. Ich schaue, ob mich der Helikopter mitnimmt oder nicht. Ich bin froh, dass ich mit guten Nachrichten abreise, wenn ich denn heute gehe. Der Wetterbericht war ziemlich klar und ich gab die Nachricht ans Team weiter und auch die anderen, das internationale Team, das spanische Team, alle, die am Berg waren, gingen runter, außer sie. Ich bin die Expeditionsleiterin, weil ich diese Expedition organisiert habe. Aber jeder kann auf dem Berg machen, was er will. Und Naoko, sie wollte dort oben bleiben und ihre Rotation durchziehen. Ich habe keine Macht über ihre Entscheidung. Es geht mir natürlich besonders nahe, wenn es Menschen betrifft, die ich kenne. Wenn sie in Gefahr sind, ist man immer in Sorge. Die Folge von dem allen ist, dass sie nicht nur sich selbst in Gefahr bringt, sondern auch ihren Sherpa und alle Leute, die sich in Bewegung setzen, um sie zu retten. Das ist ein bisschen blöd. Schade. Man muss die Dinge hinter sich lassen. Es hat keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Es war ein Fehler, es war menschliches Versagen, aber jeder macht Fehler. Auf jeden Fall hat es 4 Hubschrauberrotationen und eine Menge Geld gekostet. Aber alle sind in Sicherheit und das ist das Wichtigste. Es ist schon sehr schade. Das war nicht mein Berg. Lass von dir hören. Vor allem du. Ich werde mich in Genf an den See legen und die Füße hochlagern. Pass auf dich auf. Ich wiederhole mich. Man muss nach Hause kommen, um erzählen zu können.
Ich denke, sie hat den Kopf sehr schnell abgeschaltet und das war's. Diese großen Berge bedeuten zu viel Engagement, zu viel Leiden. Es braucht viele Dinge, die zusammenstimmen müssen. Wenn du nicht super, super motiviert bist, macht das keinen Sinn. Ich denke, sie hat richtig entschieden. Das war anstrengend heute. Willkommen. Danke. Wir sind jetzt wieder im Lager 1. Ganz schöner Sturm. Die Sherpas brauchten 3 Tage, um den Weg ins Camp wiederzumachen. Das ist eine riesige Arbeit. Jetzt muss man eine Plattform bauen, das Zelt aufstellen, man muss Wasser sieden, trinken. Es ist also noch nicht fertig. Mama Shiri. Yes. Abendessen. Danke. Ich gehe bei meinen Expeditionen immer gleich vor. Das heißt, ich arbeite mit Sange und es gibt ein Team, das vorgeht und den Weg zu den Camps eröffnet. Und ich plane immer Sauerstoff ein, den ich bis zum letzten Lager mitnehme und je nach Bedarf benutze. Es gibt sehr starke Alpinisten, die neue Routen eröffnen und technisch viel besser sind als ich. Ich habe mich für die Normalrouten an den 8000ern entschieden, mit diesem ganzen Umfeld. Zum Glück ist man immer noch frei, es so zu machen, wie man will. Und es stimmt,
Man kann allein eine Erstbegehung machen oder auf eine Expedition gehen mit 5 eigenen Sherpas und 6 Sauerstoffflaschen. Aber es spielt weniger eine Rolle, welche Mittel man einsetzt, um da hochzusteigen, als vielmehr, dass man transparent ist und klar. Es gibt nicht das Gute oder das Schlechte. Das ist unsere zweite Nacht im Lager 2. Es war recht windig, recht kalt. Schlecht geschlafen. Jetzt gehen wir runter. Wenn das Wetter so klar bleibt, kann das Vorbereitungsteam vielleicht hoch und bis zum Lager 3 mit Fixseilen sichern. Und wir können beim nächsten Aufstieg einen Gipfelversuch starten. We can make a try summit push. Hoffen wir. Let's try. Let's hope. Die Akklimatisierung ist jetzt abgeschlossen. Das bedeutet, dass der Körper bereit ist. Der Körper und der Kopf. Das ist schon mal sehr wichtig. Da es 3 Höhenlager gibt, plus den Gipfel, plus einen Reservetag und den Rückweg, braucht es mindestens 5 Tage, sagen wir, stabiles Wetter. Ich träume von einem Dalbat und einer Dusche. Das ist alles. Mich umziehen, weil ich stinke, ein gutes Dalbat essen und eine Dusche nehmen, solange die Sonne noch da ist. Darf ich gehen? Wir haben hier ungefähr 12 Covid-Tests. Vielleicht können wir es schaffen, aber wir brauchen mehr Tests. Ja, ich weiß, das ist schwierig, aber das ist dein Job. Du musst sie finden. Wow.
Es gibt zwei Evakuierungen. So ist das jetzt also. Wir haben Covid im Basislager. Das löst große Sorge aus. Alle sind sehr angespannt. Wir werden sehen. Jeder Tag sein Leid, wie wir auf Französisch sagen. Das Wetter in Kathmandu ist nicht gut. Der Helikopter kann nicht fliegen. In der Höhe ist Covid sehr gefährlich, weil hier ist es sehr kalt. Sie haben Husten, Fieber und sie sind krank, stärker krank. Zurückgehen wäre besser, aber das Wetter ist nicht sehr gut heute. Was soll man machen? Das ist kein Vergnügen, diese Krankheit. Ich bin so selten krank, dass es immer ein bisschen seltsam ist. Ich glaube, das war noch nicht alles. Die Fälle werden sich im Basislager ausbreiten. Das kam wie ein Tornado, eindrücklich. Viele Sherpas sind krank. Wahnsinn, all die Hindernisse bei diesem Projekt. Wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Als wir die Firma hatten, mein Bruder und ich, sagten wir, wenn ein Dossier faul ist, dann ist es faul. Und wenn es faul ist, dann ist es faul. Es ist schade wegen dem Projekt mit den Frauen. Schade, wegen vielen anderen auch. Aber was will man? Die Krankheit ist stärker als wir. Sie nagelt dich auf den Boden. Da gibt's nicht viel dazu zu sagen. Ja, Didi. Wir haben nie mit so einer Situation gerechnet. Und plötzlich haben wir Covid. So traurig. Ich kam viermal. Kein Gipfel. Immer noch nicht. Nächstes Jahr. Alle sind von dieser indischen Variante überrascht worden. Vermutlich hat sie jemand vom Team mit heraufgebracht.
Es hat keinen Sinn, dagegen anzukämpfen. Man muss es akzeptieren. Es ist wie das Erdbeben 2015 oder die Lawine am K2 2016. Und 2021 ist es Covid. Es sind Ereignisse, die von außen kommen und es verunmöglichen, weiterzumachen. Das gehört zum Bergsteigen im Himalaya. Geduld und Verzicht. Das sage ich ja schon immer. Beim vierten Mal der Gipfel. Ich bin so glücklich. Danke, Sangay. Ich denke an meine Mutter. Ich liebe dich. Daulagiri. 8167 Meter. Ich habe versprochen, dich hier raufzubringen. Wir sind da.